Hallo ihr Lieben, Strevete Mili. Hello Dears. Heute zeichnen wir einen Kavapo auf Wunsch von Labrador Blondie. Stimmt es? Nein, das stimmt nicht. Ich muss nochmal nachschauen. Von Happy Dog. Happy Dog hat sich einen Kavapo gewünscht. Und Labrador Blondie hat sich gewünscht, dass ich zeige, wie ich aus Vorlagen und Fotos eben zu diesen Bildern komme, die ich für euch zeichne. Und in diesem Fall habe ich mir jetzt zwei ausgesucht, und zwar aus Google, kennt ihr ja alle, und möchte euch zeigen, wie ich aus zwei Bildern praktisch meinen eigenen Hund zeichne. Es ist nämlich so, dass man oft ja zwar schöne Bilder sieht, aber man darf sie nicht jetzt einfach so abzeichnen, die gehören einem Fotografen, den muss man fragen, das ist immer sehr kompliziert dann, beziehungsweise könnte es teuer kommen. Und oft sind die Fotos ja auch nicht so toll, man möchte was Besonderes, vor allem in der Illustration muss ja dieser Hund entweder was Besonderes machen oder eine besondere Stellung einnehmen. Das ist alles schwierig und so macht man seinen eigenen Hund. Und das wollte ich euch jetzt zeigen, wie ich aus diesen Fotos hier ganz vorsichtig meinen eigenen Hund mache. Ich habe ja wieder diesen orangefarbenen Stift und ich krickel und krackel so vor mich hin, denn ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie viel was, weil er sehr flauschig ist und ich mir diese Flauschigkeit nicht mit einem dunklen Stift später vermiesen will. Wenn er klare Linien hätte, hätte ich mich vielleicht mehr getraut, aber in diesem Fall ist er mir einfach zu flauschig. Und das ist so ein Tipp von mir, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann macht die Linien so ungefähr und später könnt ihr das auch so vervollständigen. In diesem Fall mache ich die Beine nebeneinander, also nicht so ganz von hinten, wie das in diesem Fall ist. Ich möchte es eher von vorne, aber sein flauschiges Schwänzchen hier. Dann muss ich schnell spitzen. Rysuvam pozhelanie na Labrador Blondi snimki od illustracija od snimki. Защото тя искаше да види точно как стигам до една такава рисунка, какви снимки ползвам. И аз си тук разпечатих от Google изображенията, си разпечатих две снимки, които ми харесват. И искам да ви покажа как си правя моето собствено кученце от две такива снимки. Hier ist auch das Näschen. Тук и нослето сега. Hier sind die Nasenlöcher, die kann man machen, aber muss man nicht, weil bei dieser Größe ist das jetzt nicht unbedingt notwendig. Und dann habe ich mich entschieden für so ein Hündchen, das weiße Schnauze hat, so wie dieses hier, und hellbraunes Fell. Und muss aber gucken, weil die haben so ganz besonderen Haarwuchs. Das muss man schon alles sehr genau nachvollziehen können. Also da sind diese Fotos schon sehr hilfreich, weil sie beide sehr schön zeigen, wie dieser Haarwuchs ist. Trotzdem macht man ja sein eigenes Hündchen. Das heißt, es darf flauschiger werden und auch die Farben kann man auch verändern, wie man möchte. Ich sage euch oft, ich bin Illustratorin, also ich bin keine fotorealistische
Abzeichnerin. Von daher mache ich das Foto nicht also genau naturgetreu. Also ich mache es nicht 1:1, sondern mache natürlich mein eigenes Hühnchen in diesem Fall mit dieser Flauschigkeit, so wie sie mir gefällt. Und mache im Prinzip eben eine Illustration draus, die man später so verwenden könnte für ein Buch, ohne Probleme mit den Fotografen zu haben, die diese Fotos geschossen haben. Denn man malt ja nicht die Fotos ab. Man hat nur sie als Vorlage, also nur als Hilfestellung. Aber letztendlich malt man sein eigenes Hündchen ab. Und vielleicht kann man auch erkennen, dass in meinem Bild beide Hunde drin sind, mehr oder weniger, aber in ihrer eigenen Art, also eben Danny zeichnet Style. Was ja auch wichtig ist, was ja auch automatisch eigentlich kommt, weil man hat seinen eigenen Stil schon und im Prinzip egal, was ich anfange zu zeichnen, man sieht, dass ich das gemacht habe. In den meisten Fällen, weil das eben so meine Art ist. So, jetzt nehme ich einen helleren hier. Ihr wisst ja, beim Kopf bin ich besonders fleißig, weil der Kopf das Wichtigste für mich ist. Also er muss stimmen. Deswegen konzentriere ich mich schon sehr genau darauf. Und natürlich immer mit den Härchen. Am besten ist es, wenn der Stift sehr gut gespitzt ist. Da könnt ihr das sehr fein ausarbeiten. Wenn er nicht so gut gespitzt ist wie jetzt in diesem Fall meiner, eben weil ich mit ihm die ganze Zeit zeichne, dann ist das nicht so schön. Aber man kommt auch so voran. Weiter geht's mit diesem Hund. Er hat, also in diesem Fall möchte ich weiße Pfoten machen. Die möchte ich weiß lassen. Manche sind sehr haarig, also haben längeres Haar. Und in diesem Fall möchte ich das auch so machen, also eher so wie dieser hier und nicht so wie dieser. Dieser hat, also man kann erkennen, so schöne Strähnen. Und die macht man eher so am ganzen Körper. Natürlich im Haarwuchs. Hier kann man das eher so verwinkelt machen. Die Ohren sind nicht so schön, finde ich, in diesem Fall. Also meine sind nicht so schön geworden. Und da muss ich mich wirklich konzentrieren. Also beide Hunde haben das hier sehr schön beim Ohr dunkel. Und hier die Schnauze wird immer heller. Und diesen Kontrast möchte ich bei beiden Hunden schön ausarbeiten. Seht ihr das? Also hier und hier. Das versuche ich jetzt bei meinem Hund so zu machen.
Im Prinzip ist das genau das, was ich immer mache, wenn ihr die Fotos nicht seht. Und ich mache es nur jetzt, weil es sehr unbequem ist. Also ich versuche hier in der Kamera, ich habe so ein ganz kleines Papierchen und ich versuche in der Kamera die Fotos unterzubringen. Und es ist so, dass ich manchmal sehr gerne einfach so meine Sachen dazu erfinde. Und in diesem Fall zeige ich euch eher, was ich auf den Fotos sehe. Also es ist schon schwierig, so zu zeichnen nach bestimmten Vorgaben. Ich kann auch natürlich erklären immer, wie ich etwas mache, dass meine Tipps euch geben, aber das ist so verschieden, so eigensinnig. Jeder macht eigentlich sein eigenes Ding. Jeder versucht, jeder hat einen anderen Blick. Was ich als Tipp immer geben kann, schaut genau, was ihr zeichnet. Also ihr findet, ja, was heißt, ihr findet nichts. Ich erfinde auch mal was, aber haltet euch an die groben Vorlagen. Dann wird es eher was, ja, also im Prinzip kann ich plappern, was ich will. Was sind die Tipps? Was kann man so als Tipps geben? Zeichnet gut ab, schaut genau. Die Hand und das Auge müssen zusammenarbeiten. Der Kopf sowieso. Das sind die Tipps. Richtet euch nach diesen Fotos. Schaut, was das Typische eines Hundes ist. Und sogar ich, die das schon so oft macht, mache auch Fehler. Ich weiß auch nicht immer, was ist jetzt das Typische und warum wird das jetzt nicht so bei mir, wie es bei diesem Hund ist. Das ist ganz schwierig. Also das Beste ist viel zeichnen. Wenn man wirklich viel zeichnet, sich damit beschäftigt, dann hat man irgendwann selbst den Dreh raus, was einem besser hilft, mehr hilft. Jetzt müssen wir hier die Strähnen so machen von diesem Hund. Und ich möchte, dass einige dieser Strähnen irgendwie so sichtbar in die bräunliche Stelle reinkommen. Hier ist der Fuß, das Bein und das soll jetzt auch hier weiß bleiben. Und daher kommen jetzt diese ganzen Strähnchen rein. Also wirklich dieses Härchen, was dieser Hund so an schönen Härchen so hat. Das ist, glaube ich, das Typische bei diesem Hund, dass man die Härchen so, die Strähnchen so schön macht, dass man einfach erkennt, was diese Art von Fell ist. Mir gefällt eben dieses so eher wie Pudel weniger, weil da dieses Typische vom Cavapoo irgendwie verloren geht. Also Pudel, ein Pudel ist ein Cavapoo nicht, finde ich. Wäre ja komisch, wenn doch. Aber ich habe das jetzt, also als Cavapoo habe ich gegoogelt und da kam jetzt kein Pudel. Dieser Hund ist pudeliger, aber nur der Körper. Also zumindest habe ich das so als Foto gefunden. Es kann sogar sein, dass das ein Pudel ist. Und jetzt gehen wir mit meinem berühmten, superschönen, sehr wertvollen, hautfarbenen Stift rein und machen das ganze Hündchen in diesem Ton. Hier sind die anderen Strähnchen. Hier gehen wir ein bisschen mit Grau rein.
hier ein bisschen mit einem dunkleren Stift, weil hier mehr Schatten fällt, damit man und einige der Strähnen ein bisschen ausarbeiten. So ein bisschen dunkler, damit man das besser erkennt. Ist schwierig, also ich finde, ein Kawapo ist zuckersüß, aber eben auch ein schwieriger Hund zu zeichnen. Und dadurch, dass ich jetzt hier also wenig Platz habe, ich habe mir zwar das extra so ausgedacht, hier muss ich reingehen, da ist einfach schattiger. Weil unser Schwänzchen hier, also die Hunderute, die ist sehr weiß, sehr hell und sie kringelt sich so und die möchte ich auch so schön ausarbeiten. Auch hier die Pfoten, unten die Füße. Und einige dieser Strähnen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr die auch noch mal so ein bisschen ausarbeiten. Welche Strähne fällt wohin? Einfach hier und da so genauere. Das ist immer schön, wenn man ein paar mehr, sich ein bisschen mehr Mühe gibt hier und da, als nur Krickelkrackel. Das erkennt man sehr später auch. Wer sich da mehr Mühe gemacht hat bei der Zeichnung. So kleine, feine, nicht zu viel, aber so kleine, feine Linien kann man immer mal ein bisschen ausarbeiten. Und die hinteren Pfoten werden aber ein bisschen dunkler, die sieht man jetzt nicht so, nicht zu viel. Ja, das sind die Fotos. Wie ihr seht, kann man sicher erkennen, dass ich Fotos benutzt habe. Ja, ich habe mich schon dran gehalten, aber es ist eigentlich mein eigener kleiner Hund geworden. Das war ja auch mein Ziel. Mein Danny zeichnet Kawapo. Hier möchte ich das so ein bisschen betonen. Er hat hier ein leichtes... Und um die Augen herum ist sie ein bisschen dunkler. Die Nase hätte ich ein bisschen größer machen können. Und um die Nase herum diese Härchen dann auch. Und hier gerne auch ein bisschen grau unter dem Mund. Und hier ganz leicht einige Strähnchen. Auch hier die Flauschigkeit. Hier seht ihr, das ist einfach zu knapp. Ich habe so ziemlich das kleinste Stückchen Papier genommen, damit es eben hier auf das Bild passt. Und hier diese Flauschigkeit auch mal in die andere Richtung. So, ihr Lieben, ich hoffe, das war hilfreich. Schwierig, wie gesagt, für mich ist es eher schwierig, euch auch die Fotos zu zeigen, die ich benutze, da ich überhaupt keinen Platz mehr habe. Und weiter weg kann ich die Kamera nicht hinstellen, weil erstens seht ihr dann das Bild viel kleiner, das ich zeichne. Ich kann es aber nicht größer machen, weil dann brauchen wir mehr Zeit. Also es ist alles irgendwie miteinander verwoben. Trotzdem hoffe ich, dass ihr
glücklich und zufrieden bleib. Надявам се да ви помогна това малко как рисувам илюстрация от снимки, така че да си е моята илюстрация, да не трябва снимката да я копирам, ами просто тя да е малко като помощ. И und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen bei einem Video. Ich glaube, Hunde mache ich nur noch wenige. Nein, also wenn Wünsche noch kommen, mache ich natürlich auch mehr Hunde. Aber in dem Fall habe ich so ziemlich viele jetzt abgearbeitet. Ja, das waren die Fotos. Das ist mein Cover Po. Und das waren die Stifte, mit denen ich gezeichnet habe. Mache ich jetzt gleich ein Foto. Bis bald, bis demnächst. Eure Dani. Tschüss.